Ja, ich bin's wieder. Runde 2. Euer Christian. Ja, oder sagen wir besser, Noob. Würde genauso gut passen. Wie versprochen, meine lieben Freunde. Es hat jemand angefangen. Und wir dürfen jetzt auch endlich unser Überfallwochenende starten. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Was können wir denn hier noch so reißen? Ja. Das sieht ganz gut aus. Vielleicht nehmen wir den sogar. Hier haben wir 94%. Das würde mir den Zusatzangriff geben. Ja, ich möchte aber möglichst viele Medaillen holen. Deshalb schauen wir uns den noch an. Dragon Cliffs. Ja, sieht auch ganz nice aus. Werden wir nicht drum herum kommen. Ballern wir unsere Angriffe nochmal hier raus. Barbarian Camp. Gucken wir uns an. Was habe ich denn so als letztens mitgehabt? Ich bin ein ganz, ganz großer, richtiger Freund von diesen Drachen. Ich liebe diese Drachen, wirklich. Das ist so viel, da ist so viel Liebe dabei. Das könnt ihr euch nicht ausdenken. Was nehmen wir noch mit? Was ein bisschen was zum Aufräumen wäre noch ganz nett, ne? Safen wir das und greifen mal an, würde ich sagen. So, der erste hat er hier schon ordentlich Terror gemacht. Setzen wir mal hier bitte. Danke. Die Drachen rein und waltet eures Amtes. Warte. Mein Ziel ist jetzt hier, möglichst schnell das hier rauszubekommen. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, jetzt hier den Wutzauber, den Rage, rauszuhauen, damit das relativ schnell geht. Wichtig ist, dass die Ecke geklärt wird. Setzen wir dann jetzt noch hier oben zusätzlich, damit die Riesen noch aufgeräumt werden. Perfekt, vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt machen natürlich meine Minions einen Riesenscheiß. Die sind halt aber engerlich schneller. Werden dementsprechend dann auch zuerst weggejubelt. Das holen wir uns jetzt noch, da setzen wir gleich nochmal nach. Einmal bitte Attacke. Vielen Dank. Ja, da setzen wir jetzt einfach 1-2 nochmal hier. Haben wir nochmal was kaputt bekommen. Und dann sorgt für absolute Gerechtigkeit, ihr Lieben. Hier nochmal ein Rage, dann geht alles ein bisschen schneller. Sollten wir das erste Dorf auch schon komplett zerlegt haben. Das machen wir gerne. Das sichert uns auch den extra... Entschuldigung, den extra Angriff. Man merkt, es wird Winter, der Hals wird trocken, wenn man so viel Blödsinn redet. Jetzt judeln die noch darunter, holen die 100%, damit ist das erste Dorf dann auch schon zerlegt. Gute Arbeit, ihr Lieben. Well done. Wir können unseren Bonusangriff abholen. Und dementsprechend schauen wir uns doch gleich mal das nächste an. Hier auch schon wieder 99%. Es lohnt sich ja fast gar nicht anzugreifen, ne? Weiß ich nicht, ob ich das möchte. Gibt halt 150 Loot, ne? Traut sich keiner so richtig ran. Hat keiner so richtig Bock drauf. Deshalb jodeln wir einfach mal ins nächste Dorf rein. Holen wahrscheinlich wieder 99%. Und irgendeiner denkt sich dann, ihr kleinen Ghost, wegen euch muss ich jetzt so einen Schwachsinn machen. So, hier mal die Blitze rein und raus. Dann clearen wir hier hinten gleich mal mit unseren Lakaien. Ja, schicken noch einen Drachen mit zur Verstärkung. Und den Rest unserer geliebten Freunde schicken wir hier rüber. Ragen das Ganze, dann geht das alles aber engelisch schneller. Und das möchten wir vor allem. Wir möchten das dringend, weil wir müssen schnell vorankommen. Ihr seht selber, die Minions sind alle weg. Hier gibt es noch einen kleinen Bitchfight, auf Deutsch gesagt. War nicht Deutsch. Kannst du dir nicht ausdenken. Ich möchte den bitte nicht verlieren. Reißen Sie sich zusammen. Ja, Sie neutralisieren sich. Auch okay. Das wäre es auch schon gewesen, 31%. Da setzen wir aber auch direkt nach. Ja, wir müssen... Wir wollen ja dieses Dorf zerlegen. So, schauen wir uns mal an hier. Hier oben.
oben jetzt auf jeden Fall die Drachen schön gesetzt. Hier machen wir das, dann machen wir den Rage hier. Und hier verstärken wir natürlich. Wir müssen diesen Inferno-Turm rausbekommen. Bitte heute noch, ihr Lieben. Natürlich kümmern sie sich um alles, aber nicht um den Inferno-Turm. Ja. Wem willst du das erklären? Sie haben sich hier wirklich gar nicht darum gekümmert, ihr Lieben. Was ist denn da los? Jetzt fliegen sie erstmal wieder zurück. Naja, immerhin haben wir die 50% geholt. War jetzt nicht so satisfying, muss man ehrlich so sagen, aber kannst auch nichts machen. Jo, wie viel können wir hier noch holen, ist die Frage. Der Drache ist auf jeden Fall weg. Auf Wiedersehen. Und oh, die tut weh, die Falle, ne? Die tut richtig weh. Kriegen wir die Kanone noch? Ja, immerhin das. Jetzt kümmert sich der Inferno-Turm drum. Und wir haben die 58%. Wir setzen nach, gleich wieder mit den Drachen. Die, ich mag die einfach am meisten. Kann man sich nicht beschweren. Jetzt blitzen wir hier mal. Damit wir relativ schnell da reinkommen. Wir haben ja noch unseren Rage. Das heißt, wir können unseren anderen Rage ein bisschen aufsparen. Weil wir ja noch einen Inferno-Turm da drüben haben. Jetzt sollten wir hier gut aufräumen können. Bin mir eigentlich fast schon sicher, dass wir auch bis zum Inferno-Turm rüberkommen könnten. Hoffen wir mal, dass das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Jetzt erstmal einen Schluck Energy nehmen hier. Sonst kann ich mich gar nicht mehr konzentrieren. Ah, das Zeug macht einen unbesiegbar. Rathaus haben wir bekommen. Jetzt leben noch fast alle Truppen von mir. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Den Wutzauber werde ich unten am Inferno-Turm benutzen. Klare Sache. Und zwar jetzt. Ich hoffe, die fliegen auch so rüber. Ja, das tun sie. Leute, ihr müsst euch um den Inferno-Turm kümmern. Ihr habt keine Zeit, euch um andere Bauwerke zu kümmern. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das könnten wirklich die 100% werden. Ja, das hat doch wunderbar funktioniert, Mensch. Das hat wunderbar geklappt. Jetzt habe ich noch einen Angriff und ich werde den Ehrenmove machen. Komm, wir holen. Wir holen's. Was sollen wir sonst machen? Sonst würde ich ja jemanden anderen verwehren, auch mal richtig gute Punkte zu holen. Und blitzen wir mal rein. Hier, jetzt machen wir hier einen kleinen Drachen-Race-Spaß. Ragen hier rein. Und dann ist das Thema erledigt. Ja, das dazu. Kleiner Overkill. Ja, sieht so aus, als hätte ich auch mal was drauf. Bisschen. Die 100% geholt, nochmal. Paar Medaillen geholt. Und das war's dann auch schon. Damit haben wir unsere Angriffe gemacht. Konnten hier gut wirken, wie ich der Meinung bin. Konnten hier unseren Stempel aufdrücken. Dann sollte der erste Raid auch schon schnellstmöglich erledigt sein. Wir haben jetzt insgesamt nur 11.148 geholt. Oha, Finja Marie hat auf jeden Fall richtig Gas gegeben. Sie hat 19.545 geholt. Also, ja, da möchte man sich nicht beschweren. Ja, das dazu. Ich kümmere mich jetzt hier heute noch weiter um die Events. Die möchten wir natürlich auch erledigt haben. Ich weiß nicht, ob morgen ein Video kommt. Meine Mutter hatte vorgestern Geburtstag, mein Dad morgen. Da wird es eine kleine Familienfeier geben. Genau. Da müsste ich mich um das Essen kümmern. Deshalb weiß ich nicht, ob ich das zeitlich schaffen werde. Auch mit dem Fitness und alles. Wird sich zeigen. Entweder kommt ein Video oder es kommt keins, dann aber auf jeden Fall wieder am Montag. Dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ich möchte hier noch eins kurz loswerden für einen Abonnenten. Ja, für den Odsen, der Clash of Clans Family. Die sind nämlich aufgestiegen in die Kristallliga und hier ein herzliches Glückwunsch. Fühlt euch gedrückt und die Hände geschüttelt. Ja, ich freue mich, wenn ihr eines Tages uns auch gegenübersteht. Das wird sehr, sehr schön. Das habt ihr euch mega verdient. Ich habe es in den Kommentaren gesehen, gelesen
Und er möchte hier noch drauf reagieren. Sehr, sehr schöne Leistung. Herzlich willkommen in der Kristallliga. Und ich freue mich, wenn wir uns mal so richtig wegfetzen können. Da habe ich schon richtig Bock drauf, ja. Das dazu, genau. Wenn wir nächstes Mal nicht aufsteigen, wir sind in der Kristall 2, ihr werdet in der 3 sein. Dann steigt er jetzt nochmal auf, reißt euch nochmal zusammen und dann sehen wir uns im Januar. Wenn wir in der Kristall 2 bleiben sollten, dann sehen wir uns auf jeden Fall hoffentlich im Januar oder irgendwann mal laufen wir uns über den Weg und dann clashen wir uns so richtig die Fresse weg, ja? Da habe ich hier richtig Bock drauf, freue ich mich drauf und ja, das wollte ich noch gesagt haben. Dann sehen wir uns die Tage wieder beim nächsten Video. Ich freue mich auf euch und es macht so viel Spaß. Clasht, happy clash, viel Spaß ihr Lieben, macht's gut, bis bald, ciao, ciao.